Hallihallo und herzlich willkommen zur 24. und vielleicht zur letzten Folge von dieser Staffel. Nein, wir verlieren nicht. Wir haben in der letzten Folge ja die Stammesmitglieder relativ, ja, leicht ausschalten können. Es hat gut geklappt, sie darunter zu locken. Hier sind zwar ein paar Geschütze in die Luft gegangen, aber das war alles halb so schlimm. Und ja, wir haben jetzt angefangen, hier den Raumschiffreaktor zu bauen und den Rest hier auch, aber ich glaube. Ja, das wird nicht, es wird auf de definitiv, glaube ich, nicht die letzte Folge, außer wir würden jetzt. Na, selbst wenn jetzt ein Händler kommen würde und uns ganz viel Blastahl verkaufen würde, reicht das, glaube ich, noch nicht. Wir brauchen noch viel mehr. Brauchen noch Bauteile. Also ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis es fertig wird. Vielleicht ein, zwei Folgen. Wenn jetzt nicht mehr viele große Angriffe kommen, dann sollte das eigentlich hinhauen. Haben noch ein bisschen hier die Wohnung versucht fertig zu bauen, also mit Stoff verlegt. Also ich dachte eigentlich nicht, dass es so lang dauert. Wie viele Wohnungen haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, 10. Also wir haben 24 Folgen gebraucht, um 10 Wohnungen mit Stoff zu verlegen. Natürlich haben wir auch ein paar Stoffsessel gebaut, aber ich dachte eigentlich, das geht viel schneller. Aber naja. Da ich ja die Staffel relativ zügig rumbekommen will. Weil ja bald Rimworld Alpha 14 rauskommt und ich da auch gerne einer der ersten dabei sein möchte. Hat es Sinn gemacht, was ich gesagt habe? Ich möchte einer der ersten sein, der natürlich wieder dabei ist und auch diese Challenges dann ausprobiert, die es gibt, oder diese Szenarios. Und deswegen will ich die Staffel halt relativ zügig durchziehen. Deswegen habe ich auch nicht so viel jetzt hier ausprobiert. Ist aus mit dem elektrischen Schmelzofen, der ist auch fast fertig. Dann können wir das alles schmelzen, weil der Stahl geht uns auch ein bisschen zur Neige gerade. So, das ist schon mal fertig. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Blastahl. Das kriegen wir hin. Aber ich glaube, es läuft, es läuft, es läuft. Mahlzeiten haben wir auch super viele. Der Stahl müsste halt mal mitgeschleppt werden oder reingetragen werden, so mehr oder weniger. Hier oben liegen noch Bauteile. So, ich glaube, dann haben wir das hier auch erledigt. Gut, hier haben wir noch. Ah ne, das ist ja die Jadeader. Die brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Aber den Stahl hier hinten können wir auf jeden Fall noch abbauen. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo noch Planstahl finden werden. Ich buddel mich hier trotzdem mal noch durch. Man weiß ja nie, was sich hier noch drin verbirgt. Also ich weiß, dass hier ein antiker Schrein ist. Den will ich eigentlich noch öffnen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt diese Folge mache. Buddeln uns trotzdem mal hier noch durch. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch irgendwas ist. So. Ja, hier oben ist auch nichts. Aber vielleicht hier noch. Hier könnten wir uns nochmal durchbuddeln. So, was ist abgestürzt? Oh, Pantherfleisch. Ja, können wir mitnehmen. Ist nicht ganz so weit weg. Es fehlt halt wirklich eigentlich nur ein Händler. Der richtige Händler, ein Großhändler, dann können wir auf jeden Fall das Triebwerk fertig bauen. Sehr schön. Elektrischer Schmelzofen ist fertig. Dann machen wir als nächstes. Brauchen wir eigentlich noch irgendwas? Komponentenbau wäre vielleicht ganz gut, ja. Okay, ja, hier wird nichts sein. Hier wird echt nichts sein. So, der elektrische Schmelzofen, den setzen wir mal noch hier rein. Na, da brauchen wir natürlich auch zwei Bauteile, die wir nicht haben. Geschütze möchte ich nicht abreißen. Sehr gut. Kolmea, endlich haben wir dich rekrutiert. Ich glaube, du warst super happy. Ja. +12 permanente Stimmung immer. Du kriegst auf jeden Fall mal ein Energiegewehr und stellen wir dich als Träger noch ein. Kann nicht schaden. Forschen brauchst du nicht. Künstler musst du nicht sein. Landwirt, Bergarbeit als viertes vielleicht so in etwa. Bauarbeiter als erstes. Oder machen wir das als zweites so? Jäger musst du nicht sein und ansonsten Aufseher musst du auch nicht sein. Brauchen wir sowieso momentan nicht. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus.
Fügen wir mir mal hier noch Schlacke für immer schmelzen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das dann jemand machen wird. Ja, sehr gut. Kaufmann macht das. Oh, 10 Stahl. Nicht schlecht. Wie viel Heugras haben wir? 18. Ist nicht viel. So. Wildschweine sind noch schwanger. Also ich hatte ja in der Staffel 3 war das, glaube ich. Ja, ich glaube, in der Staffel 3 hatte ich auch ein paar Wildschweine. Und die haben sich richtig schnell vermehrt. Aber irgendwie die paar Wildschweine, die brauchen echt ziemlich lang. Also ich glaube, in der Staffel 3 hatte ich pro schwangeres Wildschwein, glaube ich, 4 Frischlinge gehabt oder so. Und ich glaube, die haben das ein bisschen reduziert. Ich glaube, die werfen nur noch 2. Könnte auch sein, dass ich mich gerade ein bisschen irre, aber ich glaube, das war so. Also ich hatte auf jeden Fall viele Wildschweine. So, die Pilar kann ich eigentlich auch hier unten reinlegen. Die brauche ich auch nicht da oben. Schrotflinte kann hier rein. Die Brandgeschosswerfer kann hier rein. Minigun nicht. Doomsday-Kurzbogen kann hier rein. Und Pilar. Okay, ich glaube, es sieht gut aus. Wir sollten vielleicht noch die Medizin reinschleppen. Vielleicht irgendwer ist ein Träger. Lass mal es Oleg mal machen. Ich glaube, von den Mahlzeiten, wir haben so viele. Das sollte kein Problem sein. Dass Oleg mal ganz kurz aufhört zu kochen. Ja, hier ist Sandsteinwand. Also hier wird sich wahrscheinlich nichts mehr drin verbergen. Nee, ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Buddeln wir uns halt. Oh, hier ist so. Jawohl! Ein kleines Raumschiffstück, das können wir mitnehmen. Ja, hier oben ist auch nur noch Stahl. Also, ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Oh, doch. Hier sind noch komprimierte Bauteile. Aber die da oben wurden auch noch nicht mitgenommen. Da sollten wir vielleicht auch mal irgendeinen hinschicken. Ich glaube, Dorna, du bist ziemlich zufrieden. Du könntest mal die Bauteile da oben holen. Und hier, vielleicht kann auch jemand hier den Stall abbauen und wir buddeln einmal hier rein und einmal... Ah ja, hier sind auch nochmal komprimierte Bauteile. Die sieht man manchmal ziemlich schlecht. Ah, ich glaube, jetzt brauchen wir keine Bauteile mehr. Die Träger, soweit ich weiß... Ah doch, Träger brauchen auch 2 Bauteile. Wir sind auf Bauteile gestoßen, sehr schön. Und Hand, wie geht's dir? Ja, hol dir auf jeden Fall mal die leckere Mahlzeit. Also wenn wir jetzt einen Händler demnächst bekommen, dann wird es auf jeden Fall was. Da kaufen wir viel Blastahl, auch wenn wir nicht ganz so viel Silber haben, wie wir wahrscheinlich bräuchten. Aber ich kann auch gerade momentan nichts anderes machen, also wir müssen warten. Wir müssen uns weder verteidigen, noch könnten wir irgendwas angreifen. Oh, doch, hier oben sind doch Bauteile, sehr gut. Also da müssen wir wenigstens vielleicht keine Bauteile mehr kaufen. Hier haben wir noch Silber. Oh, hier ist auch noch Silber. Oh, ein Blitzsturm. Eine ungewöhnliche hohe Anzahl von Blitzen schlagen in einem kleinen Gebiet ein. Hierdurch können große Feuer verursacht werden. Sehr gefährlich auf jeden Fall. Nershi, du könntest mal das Silber hier tragen oder reintragen. Ja, und der Blitzsturm ist schon wieder vorbei. Okay. Eine Händlerkarawane, du hast doch
Bestimmt Blasteil dabei? Nee. Aber Bauteil hast du dabei. Und eine Beruhigungswelle, die könnten wir vielleicht kaufen, wenn wir genug haben. Schauen wir mal. Und vielleicht können wir denen auch ein bisschen was an den Nahrungsmittel verkaufen. Ich glaube, wenn ich jetzt Nahrungsmittel verkaufe, endet es wieder schlecht für mich. Aber ich möchte eigentlich... Ja, nehmen wir mal Frenchie. Handel mal bitte mit Katze. So, das können wir alles verkaufen. Das ist kein Problem. Die wollen das haben. Und wir brauchen es nicht. Ja, die können wir eigentlich alle verkaufen. Die langen Bögen brauchen wir auch nicht. Haben die überhaupt genug? Ja. Die haben genug Kräutermedizin. Würde ich fast verkaufen wollen. Aber ich behalte es mal noch. Beruhigungswelle. Nur 347, das ist gar nicht viel. Muss ich aber kurz eine Wegwerfartefakt, das jedem Charakter auf der Karte einen temporären Stimmungsboost gibt. Jawohl. Kaufen wir einmal. So, wo schleppt er das jetzt hin? Ich glaube, das geht nicht kaputt. Okay, das liegt dann hier. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, wenn es unseren Kolonisten schlecht gehen sollte nochmal. Zum Beispiel dem Huang. Kannst du die Bauteile? Nee, kannst du natürlich nicht. Wie sieht's aus mit Hand? Ja, du kannst sie mitnehmen. Und noch eine Händlerkarawane. Vielleicht haben die noch was Interessantes. Ja, wir können eigentlich mal Cody nehmen. Das ist auch okay. So, handle mal bitte mit denen. Oh ja. Oh ja, oh ja, die Sachen können wir alle verkaufen. Na, die haben 1470, das reicht also. So, die Kräutermedizin verkaufen wir natürlich nicht. Unsere Wildschweine verkaufen wir auch nicht. Oh, die haben ein Bauteil, Wahnsinn. Ja, sonst haben sie auch nichts, also... Tja, wow, 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 wow. Was war das denn? Ach, das sind die sind feindlich zueinander gesinnt. Okay. Soll mir fast recht sein, würde ich sagen. Kostenlose, leckere Mahlzeit und noch ein paar Sachen zum Anziehen. Giftschiff. Okay, okay, das ist es jetzt, das ist es jetzt. Da werden aber auch richtig viele drin sein. Wir haben fast genug Bauteile. Cody, kannst du nochmal mit denen handeln? Schauen, was die so haben. Na, die haben natürlich keine Bauteile, aber die haben noch eine Beruhigungswelle. Die kaufen wir auch noch. Den Langbogen verkaufen wir. Okay. So, jetzt mal gucken, wo er diese Beruhigungswelle hinträgt. So, ich glaube, die gehen ja auch nicht kaputt, glaube ich. So. Jetzt ist es wichtig, dass wir oben das ausschalten. Ah, das Giftschiff steht nicht ganz so gut. Störung, Kühlung wieder. Und ich möchte diesmal eigentlich keinen Kolonisten verlieren. So, ich glaube, das sollte reichen. Na, warum baue ich denn jetzt so viele Sandsäcke falsch? Reicht das? 2, 4, 6, 8... 10.
Könnte reichen. Und dann machen wir nochmal für unsere Kolonisten hier eine komplette Sandsackmauer hin. Sieht auf jeden Fall schick aus. So. Wer braucht eine Behandlung? Kudagero, wieso brauchst du denn eine Behandlung? Ah, okay, ja. Du bist ziemlich alt langsam. Und du hattest Sex. Wie oft hattest du denn? Ah, okay, das steht da nicht mehr dabei. Aber du fühlst dich richtig gut. Gut. So. Dann brauchen wir natürlich noch ein Stromkabel. Ich glaube, jeder merkt jetzt gerade, dass ich das nicht so auf die leichte Schulter nehme. Weil ich einfach eine riesige, riesige Leitung baue. So, dann machen wir einfach den Schalter. Ah, den Schalter hier oben hin. Bauen noch ein Geschütz vielleicht. Haben wir genug Bauteile? Ich glaube sogar wirklich, dass wir jetzt mittlerweile sehr viele Bauteile haben. Ich werde es ja danach abreißen, wie auch bei dem anderen Giftschiff da unten. Aber es ist halt wirklich viel Stahl, den wir da auch jetzt investieren. Ich meine, den reißen wir natürlich auch wieder ab. Aber wir kriegen das halt nicht mehr alles komplett raus. Das ist das Problem. Hier sind noch Bauteile. Hier ist noch Stahl. So, ich glaube aber, das sollte hinhauen. So, dann bereiten wir für die nächste Folge vor. Das ist dann vielleicht das große Finale in der nächsten Folge. Ah, das hier ist auch komplett zu jetzt. Also, da kommt auch nichts mehr. Komponentenbau ist fertig. Da würde ich dann fast sagen, Bauteile, Arbeitssichter, kostet halt 30 Bauteile, das habe ich schon irgendwann mal gesagt. Das ist halt sehr teuer. Bauen wir die denn hin? Haben wir noch irgendwo? Ja, setzen wir einfach mal hier rein und dann setzen wir da noch eine Lampe hin. Damit er nicht so im Dunkeln arbeiten muss. So, ich glaube, sieht ganz gut aus. Die meisten Geschütze sind fertig. Ja, hier ist auch nochmal Stahl. So, die nehmen wir natürlich auch mit. Ich glaube, die Anbauzone können wir eigentlich mal löschen. Also wenn jetzt nichts mehr Unvorhergesehenes passiert, sollten wir nicht verhungern mit 444 Mahlzeiten. So, die Zone ist auch langsam voll. Müssen wir eigentlich noch irgendwas erforschen? Schauen wir nochmal vorbei. Vitalmonitor meine ich, ja. Das könnten wir vielleicht noch erforschen, aber ja, machen wir es mal noch. Dann brauchen wir noch das Krankenbett. Die Feuerbestattung werde ich jetzt nicht mehr erforschen. Ich glaube nicht, dass wir die noch großartig brauchen werden. So, wie sieht's aus? Ich glaube, wir sind fast fertig. Noch ein Geschütz muss hier fertig gebaut werden. Noch der Sandsack. Hier die Leitung muss natürlich noch fertig gebaut werden. Ich bin am Überlegen, vielleicht noch eine Sicherheitsleitung hier hinzubauen, falls irgendwas in die Luft gehen sollte. So.
Das ist ja, glaube ich, relativ schnell gemacht. Wir haben so viel Stahl, das ist ja kein Problem. Das Sandstein, das ist noch ein bisschen komprimierter Stahl. Hier auch noch ein bisschen komprimierter Stahl, den können wir auch noch abbauen. Oh, die haben sich geprügelt. Oh je. Störung Solaranlage und orbitales Funkfeuer. Ja, das kostet halt auch wieder Bauteile. Und Hunt hat ein bisschen schlechte Laune. Ja, gut. Wenn er hier die ganze Zeit was abbaut. Muss halt nicht so schön ist. Kann man das verstehen. Aber hier sind noch ein paar Bauteile. Die könnte man auch irgendwann mal mitnehmen. Vielleicht hier noch eine kleine Bauung durchführen. Wer weiß, ob sich hier noch was drin befindet. Gut. Können wir den einen Sandsack, den könnten wir doch noch fertig bauen, oder? Ein verrücktes Tier. Okay, bewaffnet euch beide mal. Sehr gut gemacht. Haben auch ein paar gute Schützen mittlerweile. So, das möchte, den einen Sandsack möchte keiner fertig bauen, oder? Sieht fast so aus, als ob das keiner fertig bauen möchte. So, schauen wir mal kurz, was da ja noch macht. Ja, wir machen das, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge fertig. Ich bedanke mich, wie gesagt, wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.